Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Unepic. Was haben wir letztes Mal gemacht? Ah, wir haben dem Ork, glaube ich, die Blutegel am Sack deponiert, glaube ich. Ja, müsste es gewesen sein. So. Gut, dann gehen wir erstmal hier wieder nach oben und gucken, wo es weitergeht. War das Richtige? Ja, das war das Richtige. Okay. Na gut, dann haben wir den dann nochmal die Rübe kaputt. So, dann geht's nach links weiter. Da habe ich ja die. Da ging's ja da zu den Hallen rüber, ja, genau. Gut. Hier war die Quest. Ne, hier war der Feuerhaufen, genau. Das wollten wir machen. Der brennende Scheißhaufen. That's a big ass fire, isn't it? Oh, the Munk's Bar Watch Morgok. Morgok? You mean the fire? Is the fire's name Morgok? No! Fire has no name. Morgok is thief who stole key from old Munkspa. And where is Morgok? I don't see him. Morgok dead beyond fire. Ah, yes. Now I see him. Is that his skeleton right there? And that sack of bones has your key? Yes. Munkspa kills Morgok with black magic. But Morgok with key beyond fire... Munkspa can't reach the other side to recover key. Munkspa offer great reward for key. Oof, that fire doesn't look very nice. Anyway, what do you offer in exchange? Munkspa offers a legendary spear. How stupid he is. The great fire is nothing but an illusion. Thanks for the info, Zira. This is gonna be a piece of cake. Old man, I'll bring your key in a flash. Have my legendary weapon ready. Ja, ja, irgendwie glaube ich dem jetzt nicht so unbedingt. Ja, war ja klar. War ja klar. Zira, dieser Bastard. Naja, was vertraue ich dem auch. Aber sollte kein Stress sein. Hoffe ich. Denn wir haben ja einen Geistertrank. So, geh mal hier runter. Komm, leck mich jetzt mal. Gut. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter. So, dann probiere ich das mal mit dem Geistertrank hier. Nom 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 nom. Oder halt auch nicht. Dann halt eben nicht, auch okay. Dann halt eben Geist, kein Geistertrank. Jede normale Waffe, okay. Jede normale Waffe, das ist irgendwie nicht das, was ich mir erwünscht habe, aber ist okay. Haben wir vielleicht sonst noch irgendwas? Regeneration, Heilung, Gift, Geschwindigkeit. Vielleicht irgendeine Rolle. Nö, 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 nö. Okay. Was ist das da? Ja, Kampfschutz. Gut, das war's schon mal nicht gewesen. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Aber ist ja kein Stress hier. So, nerv mich jetzt nicht hier schon wieder. So, labern wir halt nochmal mit dem hier. So, hauen wir hier mal auf die Wand. Nö. Hauen wir da oben mal an die Wand. Nö. Okay, dann halt, kann ich das Ding angreifen? Nö. Dann vielleicht ein Frostding. Ihr macht jetzt nicht so viel Schaden. Gut, dann gehen wir erstmal hier weiter, würde ich sagen. Da oben haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ach komm schon. Fick dich doch einfach. Endlich. So, holen wir uns die da oben noch. Vielleicht kommen wir da unten irgendwie runter. Satyr in rein, du kommst auch noch her hier. Ach komm schon. Kannst du mal aufhören, mir so penetrant auf den Sack zu gehen? So, danke schön. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier runterkomme. Nicht so wie geplant. Okay, versuchen wir es nochmal. Vielleicht, wenn ich ein bisschen springe. Ah, ich kann direkt auf die Leiter springen, das ist schon mal sehr schön.
Sehr schön. Machen wir das hier mal an. Hauen wir hier mal die Fässer noch kaputt. Hier ist noch eine Falle. Okay. Gut. Labern wir mal mit dem hier. A little kid. You shouldn't be here. This place is dangerous. Don't worry. I'm taking Norlitskia. I set some traps. You mean traps? That's what I said. Traps. It's okay. Aha, okay. Oh Mann. Na gut. Toll für die Münzen. Au. Gut, dann gehen wir erstmal hier nach rechts weiter, würde ich sagen. Vielleicht kommen wir irgendwie oben. Das gefällt mir gar nicht. Nicht mal so ein bisschen. Gut, dann gehen wir erstmal hier hoch. Nee. Da habe ich gerade keine Lust drauf. Was macht... Dein Ernst jetzt? Wär's mit Fick dich einfach. Damit habe ich jetzt allerdings nicht gerechnet. Gut, 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 gut. Dann müssen wir jetzt nochmal... Oh Mann, ey. Ich wollte nur mal gucken, was der kann. Ich hätte nicht damit gedacht, dass er mich instant umbringen kann. Naja. So, irgendwie muss ich ja hier reinkommen. Mal gucken, was wir hier noch so haben. Wir haben Viole, leere Viole, leere Viole. Hanabank. Jakobsmuschel. Nö, nö, nö. Nicht so viel eigentlich. Wir könnten höchstens mal noch ein paar Frostzauber da drauf ballern, aber das scheint nicht so hinzuhauen. Okay, das war eins zu weit. Okay, gut. Dann ist mir das jetzt erstmal egal. Irgendwie müssen wir was finden, um da durchzukommen. Scheinbar müssen wir mit Leviathos oder wie das Vieh hier ist, noch ein bisschen rumfighten hier. Haben wir den halt zum Klump, ist mir auch egal. So, gehen wir es mal hier lang. Das Vieh lasse ich jetzt erstmal in Ruhe. Ist mir jetzt gerade egal. Das können wir auch nachher machen. Elfisches Rohr nehmen wir mal mit. Gut, dann halt eben nochmal hier lang. Hoffentlich kann ich dem mit Feuer ein bisschen entgegen dingsen hier. So, mach. Schön, dass du dich da an dem Seil festhältst, du Arschloch. Das ist ein blöder Bauer. Okay, da muss ich mir was anderes überlegen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht haut's auch hin, ich weiß es nicht. Komisch, dass er sich an dem Scheißseil nicht festgehalten hat. Sollte es. Hätte eigentlich hinhauen müssen. Keine Ahnung, was da jetzt schon wieder los war. Kann ich jetzt mal schnell durch. Kein Bock hier rumzukämpfen. So, einmal durch hier. Du kannst mich sowieso mal am Arsch lecken. Gut. Dann der nächste Versuch. Das Problem ist, den kriege ich auch nicht im Nahkampf hier. Hauen wir dem einfach mal so ein paar Dinge um die Ohren. Trollololololol. Wenn ich jetzt noch treffen würde. Ja, der soll jetzt drauf gehen. So, funktioniert doch. Gut, dann können wir jetzt hier runtergehen. Und hier mal die Fackel noch anzünden. Das war jetzt ein irgendwie leichter Gegner. Zumindest wenn er einen nicht zieht und man hier einfach schön brav an der Leiter chillt, ist auf jeden Fall machbar. So, haben wir das schon mal angezündet. Gehen wir hier mal nach oben. Das wiederum gefällt mir nicht. Reicht da ein Feuerball wahrscheinlich nicht? Doch, hätte gereicht. Na super. So, das Ding kommt jetzt nicht wirklich hier angerannt, oder? Na super.
Naja, gut. Wenn der jetzt auch noch so ankommt, dann ist es mir egal. Dann kriegen wir den ohne Probleme, vor allem wenn er in die falsche Richtung haut. So, jetzt muss ich nur, jetzt kommt der auch noch angerannt. Na gut. Umso besser für uns. Und wenn die alle ankommen. Stehen ja hier einfach ideal, um die abzufarmen. Ja, da hat er aber mein Ding erwischt, aber naja. So, einmal hier hoch. So, jetzt chill ich nochmal hier kurz eine Runde, bis das Skelett sich wieder umdreht. Komm, dreh dich weg. Dreh dich weg. Dreh dich weg. Dreh dich weg. Lauf weg. Weg. So. Ernsthaft. Ich habe den gerade nicht getroffen, sonst. Naja, gut. So, hüpfen wir hier nochmal rüber, machen das Ding da noch kaputt. Auch wenn es jetzt nicht wirklich was gebracht hat, aber naja. So, gehen wir hier nochmal alle Fackeln schön anmachen. Gut, einmal Speer rausholen. Und die ätzende Schlange hier eliminieren. Joa, läuft doch. So, mal gucken, was es hier so gibt. Der Raum hier gefällt mir nicht und der klingt, als könnte ich meinen Frosch gebrauchen. Okay, Frosch, weg da. Erstmal ein bisschen Energie sammeln, würde ich sagen. Okay, da habe ich jetzt schon wieder so ein dummer Blutsauger im Inventar hier. Weg damit. So, Froschi. Mach was. Mach mich stolz. Ja, so kann man damit leben. Rote Essenzen sind natürlich auch super geil. Nehme ich natürlich gerne mit. Fledermausflügel brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber naja. Und so ist das. Ja, ein bisschen mehr Energie könnt ihr noch gebrauchen. Langbogenpfeile. Okay, jetzt haben wir bessere Pfeile, die uns aber auch nichts bringen, wenn wir keinen Bogen benutzen. So, Frosch, tu was. Tu was für dein Geld. So, okay, das war's jetzt hier schon gewesen, scheinbar. Gibt's ja nicht so viel. Das war die falsche Richtung irgendwie. Ich weiß auch nicht, was da gerade los war, aber naja. Gehen wir mal hier lang. Listen, Zira. What if I slipped in the bathroom, crushed my head, and now I'm in a coma? Of course. Fuck, that must be it. I'm in the hospital in a coma, and my consciousness is fighting to survive. Then this castle is a test. If I defeat Harnakon, then whatever's blocking me will leave, and I'll wake up. Defeat the great master. How funny you are. Oh no? And what makes you think that I couldn't defeat Harnakon? Harnakon is omnipotent. Immortal. He is supreme. He has slain thousands. Yeah, and I'm sure that if he were here, he'd kill me with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his ass. Show some respect. How dare you talk of the great master this way? Listen, how come every time I ask you something, we have to wind up arguing? Gute Frage, so hier kann ich nicht weiter, außer hier runter zu gehen, aber da will ich eigentlich auch nicht hin. Was sind das denn für Dinger schon? Oh nee, oder? Weil die machen denen da unten Schaden, deswegen kann ich damit leben. Okay, das war jetzt irgendwie leichter als erwartet. Warte mal, ich habe doch hier noch Coldax am Start, oder? Den tausche ich mal kurz gegen den Frosch aus hier. Also die machen mir ein bisschen Angst da unten. Ich habe keine Lust auf die. Na komm. Game. Keine Lust jetzt drauf zu gehen und den ganzen Scheiß nochmal drum machen. Deswegen ganz einfach mal zurück teleportieren. Ist immer eine gute Idee. Finde ich zumindest. So, wieder ein dummer Ork hier vorbei. Machen wir noch ein paar Kisten kaputt. Wenn wir eh schon hier sind, können wir das ruhig machen. So, ich freue mich immer noch, wie ich hier reinkommen soll. Hier vorbeikommen soll. So. Ah, okay. Dann mach du mal Coldax, wenn du meinst. Ist ja irgendwie nicht so erfolgreich.
Was habe ich denn hier noch? Nix irgendwie. Vielleicht kann ich das Mudas transmutieren. Ne, Midas transmutieren. Ernsthaft. Nö, eigentlich wollte ich da jetzt meine Schriftrolle nicht für weghauen. Deswegen habe ich mich kurzerhand einfach umgebracht. Dann wissen wir zumindest schon mal, dass das nicht funktioniert. So, dann können wir jetzt eigentlich auch noch den anderen Raum hier. Oh Gott. Komm, gehen wir jetzt nicht mehr. Holen wir zumindest mal wieder die Quest hier. So, vielleicht ist ja hier auch einfach ein Durchgang. Nö, hier vielleicht. Nö, immer noch nicht. Ich kann hier aber auch nichts machen, ne? Nö, irgendwie nicht. Gut, Koldak kann da jetzt auch nicht viel machen eigentlich. Kommt mir zumindest nicht vor, als könnte der großartig was machen. So, gehen wir nochmal hier lang. Ach, komm schon. So, der ist weg. Dann hier rüber. Hier hin. Zu dem da. So, Münzen sind immer gut. Laufen wir halt nochmal mit dem da so, dann wird es auch erledigt hier. So. Vielleicht ist da oben noch irgendwas. Nö. Dann halt eben nicht. Dann halt eben nicht. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Da waren wir ja schon. Prinzipiell. Da geht's auch nirgendwo weiter. Nö. Nicht runterspringen. Da die Leiter hoch, bitte. Dankeschön. Gut. Dann hier nochmal hoch. Jetzt sind die alle wieder da, Mano. Goldax, mach deinen Job. Na komm, wieder rüber. Ernsthaft. Ist es dein Scheiß ernst? Ernsthaft? Was geht denn mit dem ab auf einmal? Blödes, verrücktes Vieh da. So, erstmal ein bisschen heilen hier. Die machen aber durch die neue Rüstung bei weitem nicht mehr so viel Schaden. Das gefällt mir eigentlich. So, jetzt muss ich die hier irgendwie wieder abkassieren. Komm. So, der ist weg. Dann krieg ich den jetzt auch noch. Sehr schön, kleiner Saphir. Nehm ich mal mit. Yo, Kodax, mach deinen Job. Sehr schön. So gefällt er mir. Warum auch immer die Gegner jetzt alle schon wieder da sind. Ah, naja. Gehen wir auch mal hier durch, dann. Ja, das sind jetzt wieder zu viele. So, hier muss ich ja wieder runter. Keine Ahnung, was das für ein Raum ist. Ah, da ging es auch nochmal nach oben. Naja, gut. So, sind wir wieder hier. Gut, dann lasse ich die das mal erledigen hier. Beziehungsweise lasse das Koldax mal erledigen. Beziehungsweise heile mich mal nochmal. Beziehungsweise kommen die Viecher jetzt auch hier hoch. Hoffe ich. Oder sie gehen einfach da unten in den Nebel drauf. Das wäre natürlich auch mega cool. Kann man so machen. Ist zwar nicht schön, aber kann man ruhig so machen. Ja gut, Koldax. Jetzt hat er mich wieder gesehen, oder was? Scheinbar doch nicht. Oder doch, oder vielleicht, oder nein, oder ja. Komm, Koldax, mach was draus. Wenn ich jetzt hier hochspringe. Ja, scheiß Gifter. Ich hasse Gift. Naja, holen wir uns die Münze hier noch. So, warte mal, ich habe doch noch irgendwo so ein Giftding. Trank des langsamen Gifts benutzen.
Sehr schön. Jetzt können wir uns wenigstens einigermaßen gegenhalten, auch wenn wir kaum noch Essenzen dafür haben. Nee. Du lässt mich schön in Ruhe. So, machen wir das noch an hier. Und hüpfen hier mal rein. So, nächste Quest. Hey, Grandpa. What are you doing here alone, far from your people? I too old. Everyone laugh at me. Young ones have no respect. I'm sorry. I didn't mean to offend. You look like good kid. I tell secret. I know secret formula to reverse old age and recover strength. When I am young again, I be strong like giant. I get revenge on young ones that offended me. An elixir that reverses old age and gives the strength of a giant? This is fantastic. Why haven't you already done it? Last ingredient missing. Down there is cave, where guardians watch Dragon Egg. Me too old to steal. Need you to steal it. An egg of a dragon? And what will I get in exchange? If you help Old One offers great magic ring, called Zarek's Ring of Strength. That gives great strength for combat. Important not to break egg. Bring egg unbroken. You understand? No break egg! Okay, I got it. I have to bring you the egg in one piece. I'll be careful. Jo, gut, ich weiß nur nicht, ob ich da schon runter will. Nein. Sieht ein bisschen uncool aus. So, sagen wir noch einen Heiltrank. So, das hier will ich nämlich noch erledigen. Hier, was es noch hier so zu erledigen gibt. So, machen wir hier mal die Truhe noch auf. Doppelaxt klingt natürlich ganz cool. Wo ist sie denn? Wo ist meine Doppelaxt? Doppelaxt, da ist die Doppelaxt. Zusätzlicher Schaden mit Licht. Okay, können wir eigentlich mal austauschen. Wo ist die alte Axt? Da ist die alte Axt. Gut, nehmen wir einfach mal die hier. Beziehungsweise nehmen wir einfach mal die Topfpflanze wieder, dass die uns vielleicht ein bisschen heilt. So. Shit. So, jetzt muss ich ordentlich gegenhalten. Ich will nämlich hier das noch ausleuchten. Ja, Level Up. Schönes Level Up. Schönes Timing für ein Level Up. Gut, machen wir hier noch die Dinger kaputt. Beziehungsweise da will ich nochmal hoch hier. Weil ich nämlich unsicher... Ja, okay, so nicht. Aber vielleicht so ähnlich. So vielleicht, oder auch nicht. Okay, dann können wir vielleicht hier... Ja, stimmt, hier können wir hoch. Können wir hier hoch und dann können wir vielleicht hier hoch. Oder auch nicht. Gut, dann gehen wir noch einen Schnick gucken, was hier noch in der nächsten Ding auf uns wartet. Ja, okay, das ist schon wieder mega ätzend. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf jetzt. So. Gut, dann würde ich sagen... Okay, da kommen wir nochmal von unten hin. Interessant. Also gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle mal Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Anne Beck. Bis dann und tschüssi.